Ja, das Ergebnis gefällt uns natürlich nicht. Da haben wir natürlich schon eine andere Hoffnung gehabt, dass wir da eben auch mehr erreichen und die Möglichkeiten, die da waren, hätten das auch realisieren können. Aber das ist so. Insgesamt von der Partie her, ich glaube, die Mannschaft war schon sehr gewillt, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Wir hätten natürlich heute die 3 Punkte verdient gehabt, meiner Ansicht nach. Und ja, wir haben verpasst, das 2. Tor zu schießen. Aber super gespielt, gut kombiniert und Chancen rausgespielt. Nur dann die Konsequenz vor dem Tor hat gefehlt. Man kann nicht davon ausgehen, dass man so die Dominanz, die man zwischen der 30. und 45. vielleicht hatte, so auch über die 2. Hälfte rüberbringen kann. Da spielt eben auch ein Gegner mit und das kostet unheimlich viel Kraft. Aber wir haben jede Möglichkeit, fast jede Möglichkeit, die sie uns geboten hat, auch versucht dann eben für uns auch einzusetzen und umzusetzen. Und dass das nicht immer gelingt, ist dann klar. Aber trotzdem, denke ich, waren wir dominant. Trotzdem, denke ich, haben wir das Spiel geführt, haben nach vorne gespielt und insofern war das in Ordnung. Weil wir ein Stück weit vielleicht einen Killerinstinkt vermisst haben heute, speziell vorne. Das ist jetzt keine Kritik oder so, keiner schießt extra vorbei, aber wir hatten unzählige Chancen und da muss man vielleicht auch den einen oder anderen machen oder mit mehr Überzeugung da reingehen. Ansonsten denke ich, kann man uns keinen Vorwurf machen. Wir haben das ganze Spiel dominiert. Stuttgart hatte nicht eine Torchance, bis aufs Gegentor natürlich. Danach hatten wir sie gut im Griff. Gut, ist schade, dass wir hier die 2 Punkte liegen lassen haben. Letztes Mal gegen Gladbach schon. Die 4 Punkte hätten uns gut getan, dann wären wir jetzt schon durch. Aber gut, wenn wir weiter so spielen mit so einer Leidenschaft und dem Einsatz, dann geht's auch, holen wir auch die nötigen Punkte. Ich denke, das war in Ordnung. Es hat Spaß gemacht, von Beginn an zu spielen. Es ist auch ein großer Unterschied, als wenn man nur von der Bank kommt. Aber es war auch sehr anstrengend. Ein sehr hohes Tempo in diesem Spiel. Nach 60 Minuten konnte ich dann noch nicht mehr voll mitgehen. Ich denke, es wird von Mal zu Mal besser. Und heute war das soweit ganz okay. It will get better with the time. And I think it felt good. Wenn er 10 Tore geschossen hätte, wäre ich richtig zufrieden gewesen. Nein, wann ist man zufrieden? Natürlich, wenn das, was der Spieler kann, alles aufzeigen kann. Dass er das heute nicht gemacht hat, ist klar. Aber das kann man vielleicht auch nicht erwarten. Also insofern hat er sein Ding gemacht. Das war okay, weil wir ihn das erste Mal auch gesehen haben. Er hat keine Sekunde aufgegeben, er hat immer wieder nachgesetzt. Er hat sich Chancen herausgespielt. Das ist wichtig, das will man sehen. Und dass man eben um die Situation auch richtig arbeitet. Den ersten hätte ich natürlich reinmachen müssen. Ich war im vollen Lauf, wollte den Ball überhaupt noch erreichen. Dann habe ich versucht, mir auf den linken Fuß zu legen. Natürlich bin ich darüber sehr enttäuscht. Ich hätte gerne getroffen, das Spiel gewonnen, wie jeder andere auch. Die Chancen hatte ich ja, so wie auch den Lattenkopfball. Heute hatte ich einfach nicht das nötige Quäntchen Glück. Aber so ist das eben im Fußball. An einem Tag triffst du und am nächsten Tag eben nicht. Hoffentlich treffe ich dafür beim nächsten Mal. That's how it is. Sometimes in, sometimes not. So, hopefully next time it's goal. Das Spiel ist natürlich ein anderes ohne Claudio. Es war das erste Spiel heute mit Danny. Es ist nicht so einfach gewesen. Man kennt die Laufwege noch nicht. Und deswegen, ich musste mehr laufen als sonst, weil Claudio immer mehr um mich rumspielt. Und heute musste ich mehr diese Wege machen. War nicht einfach, aber ich denke, wir haben was gut hinbekommen. Und jetzt geht es nur bergauf. Die nächsten Spiele, da holen wir die Punkte, die wir heute leider nicht geholt haben wieder. Das haben wir in Nürnberg auch wieder geholt, die wir gegen Gladbach hier verloren haben. Oder die wir nicht geholt haben und die werden wir uns auf jeden Fall in Frankfurt wiederholen. Ich glaube, wir müssen heute das Positive mitnehmen. Wir haben wieder gut gespielt. Der Trend zeigt direkt da nach oben und das müssen wir mitnehmen. Wir haben den Abstand gehalten zu Stuttgart und dann müssen wir nächste Woche punkten.